Komm, ich kann den noch nicht allein Tischfußball spielen lassen. Gehen wir nochmal ein Stockwerk hoch, was ist, oder ist es nur zweistöckig? Gibt es da noch ein drittes Stockwerk? Nee. Nee. Was macht der? Ah, das sind die Klassenräume. Ah, da bauen sie es sogar vorbildlich an der Tafel am Lernen hier. Was mal schreibt er denn da Schönes auf? Tust du immer nur sinnlos auf der Tafel rumkritzeln? Natürlich. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Sims 3. Wir sind immer noch auf der Uni, unseren ersten Tag hier. Wir wollten uns auf der Uni erstmal umschauen, bevor wir weiter. Ja, ich mach aber jetzt noch eins kurz, weil ich das gesehen habe. Der soll mal sein geiles Buch hier lesen. Der soll lernen. Mag der Bouncy auch lernen? Ja, natürlich. Dann können die nämlich lernen. Und wir tun mal euch uns die Uni angucken. Das war's. Fitnessstudio. Dann ist da. Einmal. Ah, da kann man. Ist eine Kneipe. Da ist. Theater. Mhm. Oder Kino oder sowas. Bowlingbahn. Bowling. Oh, bowlen könnte man dann auch mal gehen, Bouncy. Ja, nix. Die Grotte besuchen. Das hört sich an wie ein Disco oder sowas. Dann ist da ein Café. Da wäre die Hütte, die wir uns mieten hätten können. Zwei Paare Haushalt besuchen. Aha. Das ist leer. Da wohnt ernsthafte Studenten. Mhm. Ich hab nenn mich auch immer nicht besser als ernsthafte Studenten. Da ist ein Park. Ne, was ist das? Supermarkt. Lebensmittel einkaufen. Da kann man Lotto spielen. Meinst du gewinnen, oder? Nee, Bücher kaufen. Okay. Im echten Leben Auto kriegt Glück. Warum sollte man dann irgendwo anders gewinnen? Ja, weil das jetzt ein Spiel ist. Was ist das? Das ist. Ah, das ist glaube ich auch ein Wohnheim. Das da? Das ist, glaube ich, die Uni selber. Genau. Hogwarts-Gedächtnisbibliothek. Bibliothek. Verwaltungszentrum, Studien. Zuweisen eines neuen Mitbewohners beantragen. Mhm. Mit Studienberater sprechen. Was macht der jetzt eigentlich? Mit dem Fahrrad irgendwo hinfahren. Treffen besuchen. Und was mache ich? Ich auch. Jetzt schauen wir mal, wo der Bouncy hinfährt. Aber wir müssen da, glaube ich, hin, weil da gerade irgendwie alle hinradeln. Da bin ich ja auch. Ich renne auch immer panisch, wo nein. Und es lädt. Boah. Das wird, glaube ich, ein bisschen ruckeln an der Stelle. Das könnte gut ruckeln an der Stelle, ja. Ich weiß nicht. Ich glaube, wir müssen uns da was einfallen lassen. Ja. Und du willst einen Nerd treffen. Ich will keinen Nerd treffen. Was ist denn da oben jetzt? Wieso stehe ich jetzt da allein vor so einer komischen Tafel? Weiß ich nicht. Was ist denn das? Stundenplan nachlesen. Was ist das überhaupt für ein Gebäude? Kein Plan. Komm, ich kann den noch nicht allein Tischfußball spielen lassen. Gehen wir nochmal ein Stockwerk hoch, was ist, oder ist es nur zweistöckig? Gibt es da noch ein drittes Stockwerk? Nee. Nee. Was macht der? Ah, das sind die Klassenräume. Ah, da bauen sie es sogar vorbildlich an der Tafel am Lernen hier. Was mal schreibt er denn da Schönes auf? Tust du immer nur sinnlos auf der Tafel rumkritzeln? Natürlich. Und daraus werden irgendwelche Rechenformeln. Und Planeten.
Ich weiß ja nicht, was der da gerade versucht zu lernen, aber irgendwas wird und was, und woher hast du eine Frisbee auf einmal? Und eine Nougat-Überraschung. Weiß ich nicht, und ein Anatomie-Skelett hast du. Habe ich auch was Cooles gekriegt. Auch eine Wurfscheibe, ein Geschäftsplaner. Auch eine Nougat-Überraschung. Der ist ein sehr cooler Typ. Voll komischer Kick, gell? Ja. Dass es drei Keeper gibt, wusste ich noch gar nicht. Nee, ich auch nicht. Und vor allem, wo ist der Ball? Ja. Wo ist der Ball, ey? Ich glaub, das leckt hin und wieder einfach nur, wenn es was Neues laden muss, habe ich das Gefühl. Er lernt halt wirklich. Der Bouncy ist hier richtig vorbildlich. Wie kann das sein? Was habe ich denn da für Dinge eingestellt? Was für Dinge? Da wo verrückt und so da. Wahnsinnig, Geschick, Hitzkopf. Liegt das an dem Wahnsinnig, dass ich so viel lerne, oder? Kein Plan. Vor allem war der scheiß Skelett schon wieder mitgenommen. Das hat er mitgenommen, das hat er zum Lernen gekriegt. Und ich bin irgendwie der, wo sich überhaupt nicht fürs Lernen interessiert. Ja. Ich spiele lieber Tischkicker. Oh, was gibt's da? Gibt's da Kuchen? Oh, da gibt's Kuchen. Ich will einen Kuchen. Ich krieg keinen Kuchen. Scheinbar nicht, weil niemand dahin. Ah, da kommt der Bouncy auch wieder. Ja, 2 gegen 1, das ist ja voll unfair. Nee, der andere geht aufs Klo. Und ich spiele Tischtennis. Komm, dann holen wir doch mal flirten da mit dem Carpor. Kapur. Fand diese Musik. Ich hab die Kopfhörer halt auf. Bist du Single? Erste Frage, bist du Single? Voll die komische Musik. Das kommt aber geile Musik. Ja. Wo kommt die Musik überhaupt her? Handlautsprecher, der. Warte mal, Alter, es läuft nur Kacke. Lass uns mal gucken, da muss irgendwo die Hauptanlage zu dem Ding wahrscheinlich sein. Schauen wir mal, ob wir die irgendwo finden. Was zur Hölle ist das? Alter, das ist garantiert irgendein Technikraum oder sowas. Ja. Kunstsaal? Nee, doch nicht. Keine Ahnung, wo man die Musik ändern kann. Wir wollten eh noch ein bisschen weiter schauen. Jetzt, ich muss nur gucken, ob die Alte jetzt Single war. Wo war sie denn? Ah, das ist Mai. Das bin ich außerdem gerade. Ach, das bist du nur. Da, war sie jetzt Single? Partner keinen, dann mal ran an den Speck. Ein geiler Anmachspruch. Was macht der jetzt da? Irgendwas präsentieren, ja geil. Was hat die jetzt für Störungen? Was ist das für ein geiler Koffer, bitte? Sowas will ich auch haben. Was? Tischtennis spielen. Luna freundschaftlich begrüßen. Was sind denn das eigentlich? Ach, das sind lauter Uni-Kollegen. Ah ja. Okay. Ja, es gibt komische Leute hier. Ich lasse jetzt einen Bouncy mal ein bisschen machen. Ich drehe sonst hier durch in der Uni. Warum drehst du sonst durch in der Uni? Weil da nur Gespinderte bisher sind. Vor allem die mit ihrem Lama-Kostüm. Ich schau jetzt einfach allgemein, was hier so. So, wo waren wir denn stehen geblieben? Was ist das? Verwaltungszentrum. Und das? An Kurs zur Technik für Lebenslauf und Bewerbungen teilnehmen. Schreibunterricht teilnehmen. Nein, in dem Teil musst du nicht deine Bücher schreiben. Netzwerke Unterricht teilnehmen.
weiß nicht. Wieso haben wir uns das nicht einfach so angeschaut? Weil wir cool sind. Schmidt Gedächtnisstation für... Stadion, aber nicht Station, aber egal. Ja, ist ja egal. Was ist denn das komische Stern da? Universitätstreffen. Ja, klick mal da drauf. Ah, ich glaube, da müssen wir beide mal teilnehmen. Oder? Was passiert denn da, wenn wir da jetzt mitmachen? Schauen wir mal. Wieso kann ich eigentlich nochmal in das Haus schauen? Weil du noch nicht drin bist, wahrscheinlich. Doch, eigentlich schon. Oder ist das jetzt woanders? Hä? Ja, wir haben es kaputt gemacht. Sag mal her, gib mal. Schau, warte mal. Wir haben es kaputt gemacht. Yay, kaputt. Ja, keine Ahnung, was das ist. Aber die haben das beide abgeschlossen und der Stern ist immer noch da. Was habe ich eigentlich für einen Stundenplan? Lösungen für einen Institution für... Ah, da schau, wenn du da schaust. Ja. Aber ich glaube, das machen die selber, oder? Wenn die da schon hingehen. Ich hoffe es doch. Sagen, das lassen wir mehr oder weniger eigentlich so selber laufen, den Unterricht, weil wir da eh durcheinander kommen. Nikolaus Institut für Wirtschaft. Spätjob, Nachtheule. Was ist da hinten, ganz hinten links noch? Das da. Es findet eine Party statt. Bauen Sie? Sonntag bis 18 Uhr. Party besuchen mit, du nimmst mich bitte mit zur Party, gell? Kylo, du gehst nicht ohne mich auf eine Party hier. Bist du denn des Wahnsinns? Da hinten ist der Park. Oho. Was da wohl passiert in dem Park? Ja, das will, glaube ich, keiner so genau wissen. Ah, da ist nur der Strand. Am Lama-Strand. Okay, dann schauen wir mal. Rechtsklick. Musst du drauf machen, ne? Ja, genau. Jetzt kommen wir wieder zu den Leuten. Mit deinem geilen Fahrrad. Wir könnten mal ein bisschen vorspulen. Ja. Müssen die jetzt dann mit dem Fahrrad fahren? Oida, da geht ab. Ja, ich glaube... Mein Rechner kam nicht ganz mit der Produktion von die Reifen. Nee. Ich glaube, der kommt mit so einigen nicht ganz mit. Start die Party, ich glaube, jetzt mach ich mal wieder auf langsamer. Saftpong spielen. Ja, natürlich spiele ich Saftpong mit. Das war ich. Nein, das war ich. Ich spiele Saftpong. Doch. Und wieso sind wir jetzt beide in der Badehose? Im Regen. Weil das wahrscheinlich eine Poolparty ist. Haben wir eigentlich einen Timer laufen? Was sagt unsere Timerfrau eigentlich? Keine Ahnung. Gute Frage. Alter, was ist das für eine... Was ist das für eine Alte? Die ist ja mal bleich. Ja. Und ich gehe erstmal fett zum Kacken in der neuen Wohnung. Oder was ist das für eine? Die sieht gar nicht mal so schlecht aus. Gell? Was ist das eigentlich für Party? Da läuft nicht mal Musik. Jetzt läuft Musik. Jetzt schauen wir mal, dass wir da gescheite Partymucke machen. Wo ist da irgend... Und alle sind echt in Badeklamotten. Wahrscheinlich, weil es Party heißt. Poolparty. Stimmt, das hieß ja auch Poolparty. Und der Bouncy geht da oben erstmal aufs Klo. Wo kommt die Musik nochmal her? Das finden wir jetzt raus. Wir machen hier erstmal geile Partymucke. Natürlich. Wenn wir die Mucke für finden, aber ich finde sie nicht. Ah, die könnte unten sein. Erstmal alles romantisch. Ich glaube, die hat einen Freund. Wieso gehe ich runter und wieder hoch? Geh mal nach unten, vielleicht ja, ist da die scheiß Musik. Da ist sie doch! Umschalten auf episch! Was ist epische Musik?
Nein, wir machen natürlich wie immer. Wo ist Rap. es? Was gibt's denn da? Ei, da gibt's doch den. Elektro. Elektro, Elektro. was sagt der Timer? Timer sagt abgelaufen. Ja, nee, wir haben noch kurz. Oder? Ja, wir haben noch kurz. Oder ist es abgelaufen? Ja, das geht schon. Geht noch. Abgelaufen. Timer lesen will auch gelernt sein, ne? Und quittisch auch noch. Das soll jetzt Elektromucke sein. Keine Die ist Ahnung. blöd, die alte, die magiert. Die mag ich nicht. Was hast du jetzt vor? Lass es einfach mal machen. Der spielt jetzt irgendein Instrument. Hoffentlich macht das kaputt. Ich spiele Gitarre, da bin ich jetzt gespannt. Ne, wir hören da dazu. Der Holly. Also es ist echt eine komische Party. Warte, gib mal her, ich will auch mal ein bisschen. Ja. So. Und die Musik gleich ab. Ja, Zeit ist abgelaufen, aber ist egal. Wo ist denn da Küche? Unten wahrscheinlich. Ne, da ist schon Sportraum Nummer 1 Das nach. ist Kech. Doch, da ist Da ist auch Küche. Küche. Ne, das ist ein Waschraum. Stimmt, das ist ein Waschraum. Da ist auch Küche. Snack essen einfach Oh, da gibt mal. es jetzt mehr Mikrowellenmahlzeit. Geil. Ja, das hauen wir uns jetzt in die Gosch. Aber jetzt machen wir Pause, weil der Genau, Timer wir ist machen rum. Pause und danach soll er einfach mal Beim Gewitter schwimmen gehen. nackt baden. Bitte. Natürlich machen wir nackt baden. So, und dann halten wir hier mal an und Und sagen bis zum nächsten Mal. genau, wieder im wilden Studentenleben. Studentenleben, wir werden es richtig krachen lassen. Ciao, ciao. Ciao.